Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schauen Sie sich einmal dieses wunderschöne Stück Fleisch an. Herr Grivert, Sie haben es mitgebracht. Ja. Wir werden dieses Stück heute in ein Roastbeef verwandeln. Absolut. Das ist gut, also, Herr Gribbel. Grüß Sie, eine höchste Küche. Was ist denn das für ein Stück? Also das ist ein Roastbeef, was sagt, Rinderlende von der Ferse. Bei uns bei Vinzenz Murm, wir verarbeiten ja überwiegend Fersenfleisch. 2,5 Jahre alte Tiere, die noch nicht gekalbt haben, von der Struktur, von der Faserung optimal geeignet für dieses. Also Sie müssen nur mal die Faserung, also die Maserung anschauen. Ja, ja. Schön so von so ganz schüchternen, zurückhaltenden Fett. Genau, das Bindegewebseiweiß, ja, also Fleischeiweiß. Gängen durchzogen. Fettauflage. Alles da, was das Herz optimal begehrt. Genau. Gut, ich gebe es Ihnen mal rüber. Ja. Und Sie bereiten das jetzt fürs Rohr vor. Genau. Wir haben jetzt hier das Stück Fleisch, mit dem ist eigentlich nur jetzt Salz und Pfeffern. Mhm. Einfach drüber geben. Ist es eigentlich gereift oder ist es ein Fisch? Das ist jetzt gereiftes Fleisch. Mhm. Wir machen zwischen 3 und 6 Wochen Reifung. Wir haben verschiedene Reifearten. Mhm. Diese typische Dry-Aged-Reifung, Tenderverfahren und Vakuumverfahren. Aha. Genau. Und Reifung, deswegen ist jetzt hier wichtig, weil ja das Ganze ja ein Roastbeef werden soll. Das heißt, es ist jetzt nicht durchgegart, sondern es soll ja auch Medium und etwas roh noch in sich sein. Ah ja, und dann kommt wieder. So, wir nehmen wieder den Klassiker, den Senfgeschmack, ein bisschen, nicht zu viel. Mhm. Wir brauchen hier dann beim Anbraten ja nur diese sogenannten Röststoffe. Aber vorher kommt es ins Rohr rein, damit also diese Kerntemperatur genau erreicht wird, so von genau 60 Grad ungefähr, wir oder? Wir wieder ins Rohr rein. Wir brauchen die Kerntemperatur von 56 Grad, mhm, genau. Mhm. Und dann circa bei 90 Grad im Ofen. Wie lang? Geben. Ja, wir lassen das so circa 3 bis 4 Stunden mhm im Ofen stehen. Mhm. Also bei denen könnte man vorstellen, ist weniger Temperatur fast besser, gell? Ja, weil das einfach die Entspanntheit vom Fleisch einfach ergibt. Ja, klar. Genau. Und weil man sagt ja immer, dass je geringer die Temperatur ist, desto weniger Masse bzw. Wasser verliert das Fleisch, desto saftiger ist es. Und das ist ja beim Roastbeef ganz wichtig, weil das Roastbeef ist eigentlich nichts als ein dickes Steak. Kann man das so sagen? Man kann es so sagen, alles was zu heiß wird, zieht sich einfach zusammen und das Wasser ist weg. Okay. Und so bleibt es einfach stehen. Geht so, das nicht rein, ne? Jetzt haben wir das da drin. So, jetzt werden wir so einen Ofen rein. Da bitte. Ich, ach, ja, rein. Das wäre ganz nett. Ich kann das auch, wissen Sie. Temperatur ist voreingestellt. Ja, haben wir gesagt. 3 bis 4 Stunden, genau. 90 und Grad. Da warten wir natürlich jetzt nicht, Damen und Herren, sondern machen wir eine kleine Pause. 3 Stunden später, also wirklich 3 Stunden später, schaut das Fleisch. Ich hab's, wo ist mir rausgekribbelt? Sollen wir es raushängen? Ja, weil es muss noch umbraten. Jetzt wäre es ja fertig eigentlich. Genau. Was ist, weil ja ich verbrenne mir sonst bloß die Bratzen. Das war noch recht. Ja. Vorsicht, es ist heiß. Heiß. So, also wir haben das jetzt wirklich 3 Stunden im Ofen gehabt. Es ist jetzt eigentlich durch, gell? Warten Sie mal einen Augenblick, ich tue es. Genau. Ein paar Tropfen. Nicht zu viel. So. Jetzt werden wir es anbraten. Schön heiß. Und man darf ruhig ein bisschen Gas geben, ja, ja, weil es sollen ja seine, ihre Röststoffe haben. Ja, ja, ja. Braucht natürlich so jetzt ein bisschen länger zum Oberrohren als ein Steak. Ne? Genau, aber wir sind ja jetzt. Wahnsinn! Wir sind ja jetzt im Fernsehen. Das ist ja eine super Farbe. Das ist ja. Und Sie werden jetzt sehen, wie toll das schmeckt, ja, und ausschaut überhaupt. Ja, 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 ja. Boah, trauen Sie es mal zur Kamera her, Gribbitz. Schauen Sie mal her. Ein Roastbeef. So muss ein Roastbeef sein. Das ist wie aus einem Bilderbuch. Ich werde es mal wirklich dünn schneiden. Wenn Sie es schaffen. Wie eine Aufschnittmaschine. Schauen Sie her. Ja, Wahnsinn. Sehe auf den Tellern auf. Einwandfrei, oder? Schauen Sie, mit Fettrand, das ist ja für immer das Wichtige, weil ich sage immer, was nutzt mir das Maul, die Fleisch mit kein Fetten drin ist. Und dazu geben wir ein bisschen Remouladensauce. Super, herrlich. Und der Abend kann kommen. Ja. Herr Grivert, ich bedanke mich alleine schon für den Anblick. Bitteschön.